Ja, begrüße euch hier bei Toshi und Newcomer FM. Was zeige ich euch heute? Die FIFA 22 Beta. Manche haben vielleicht schon was gesehen oder schon gespielt. Wir haben schon ein paar Wochen jetzt gespielt. So ganz so neu ist das jetzt nicht, wie uns EA verkaufen will. Wer die China-Version oder eventuell koreanische Version gespielt hat, kennt das Ganze. Für andere, die es nicht gesehen haben, nicht kennen. Im Prinzip schaut es so aus, dass ihr ein Team habt natürlich. Am Anfang kriegt ihr Spieler, könnt ihr auch immer wieder ziehen, da gibt es einen Star-Pass, dann kommen neue Spieler, da kann man auch am Markt kaufen. Am Markt erkläre ich euch dann gleich. Der Markt ist nämlich ganz was anderes als zu dem, wie wir es ja jetzt kennen in 21. Aber da seht ihr das Spielfeld praktisch und meine 11. Da haben wir mehrere Möglichkeiten hier. Ja, ich habe es nur gleich eingestellt. Den Wert vom Team. Das sind die Spieler, die wir aktuell haben, einmal verbrannt oder halt, verkauft. Spezialbewegungen, das kann man auch einstellen jetzt. Und man kann sagen, was ist der erste Bewegung, die ich haben will auf meinen Sprint and Special Button. Ja, wie ihr seht, Ronaldo Job, dann Rainbow, dann Übersteiger und dann Barwechselrolle, wobei man kann sich das Ganze auch belegen, halt wie gesagt, welche Seiten soll es sein. Und hier einen kleinen Film anschauen, wenn man sich jetzt nicht anschauen, weil jeder kennt das. Skill Boost, ja, hat sich jetzt nicht viel geändert, sind oft wieder viel mehr, als was wir jetzt zum Schluss gehabt haben, das schon. Dann gibt es auch die leicht, die farblich abgetrennten, das kenne ich von Chinesen. Das heißt, das sind die normalen, dann die seltenen und ja, die extrem seltenen zum Schluss, die roten oder irgendwie so. Das heißt, müssen wir jetzt irgendwann mal freischalten, weil sonst kannst du die noch gar nicht haben. Ja. Gut, das sind mal die 11. Was gibt es noch zu 11 zu sagen? Es gibt auch eine Ersatzspielerbank sozusagen. Man kann 7 Spieler auf die Bank setzen. Warum habe ich niemanden auf der Bank? Naja, er rechnet immer die Gesamt, alles zusammen mit allen Spielern und dann fällt meine OVR, also meine Gesamtstärke, und deswegen habe ich nicht mehr auf der Bank, brauche ich nicht. Aber die verlieren ein bisschen an Frische, die Spieler, das stimmt. Ja. Man könnte auch Autowechsel machen, wo ich keinen habe, kann auch ruhig wechseln. Gut, was haben wir sonst noch, was sonst anders ist? Das haben sie alle gewünscht, das gibt es Standardsituationen. Das heißt, man kann die selber wählen oder automatisch wählen lassen, wie ihr seht. Mir der Bräune Kapitän, Freistoß schießt er her. Del Piero, genau. Und wer sonst? Ja. Kann man aber auch tauschen, ich kann da drauf gehen und kann bestätigen bzw. wechseln. Normalerweise. Okay, da kann man schauen, wie stark der wo ist. Seht ihr? Ecke von links ist ja der stärkste, dann kommt da der Alexander Arnold schon. Wie wechsle ich dann? Achso, so kann ich machen. Dann wählt er aber einen anderen aus und dann bestätigt und dann schießt er die Ecken praktisch von dieser Seite dann. Genau. Aber die Bahn kann man schießen lassen. Die ist jetzt nicht allzu groß. Braucht man im 16er. Außerdem sind die Ecken sehr schwierig. Und das VHS-Spiel ist auch ganz anders. Also das muss ich euch alles zeigen dann. Aber jetzt wollen wir allgemein mal durchgehen, wer sieht, was da gibt. Ja, die Ausstellungen. Mit dem Level schaltet man die Einstellungen frei. Wie ihr seht, ich bin da noch nicht so weit mit Level 18, dass ich da alle freischalten kann. Aber ja, da haben wir schon. Es gibt die Einstellungen, die zwei Aufstellungen zu verwalten. Gut. Ich habe die Musik jetzt ausgeschaltet, weil es gibt überall Geräusche, es gibt einen Stadionsprecher. Schauen wir uns das mal kurz an. Wo ist das jetzt? Eine Quest. Genau, es gibt hier Quests. Na gut, man kennt sie auch von woanders. Ich habe jetzt schon die meisten gemacht, aber es gibt für das VS-Spielen, für das Head-to-Head-Spielen Quests gibt es dann Punkte. Ja, trainieren, einen Spieler trainieren täglich, was aus dem Shop holen und ein paar Tore schießen, 20 Tore glaube ich. Also. Natürlich für die ganzen Meilensteine, dass man erreicht. Wenn ich 100 habe, dann kriege ich wieder ein paar Meilensteine. Und auch im VS und im 1:1. Und Turnier natürlich. Wir haben jetzt 1 gewonnen. Ja, kommen wir noch gleich hin. Das Turnier, wenn ihr wollt. Aber machen wir mal einen nach dem anderen. Es gibt die Live,
Live-Event, die sind auch oben da zu sehen. Die Live-Events sind das tägliche Training und die Ligatour momentan. Ja, in der Ligatour haben wir Skillspiele und dann ja, einfach Spiele gegen AI. Da kriegt man Boni und Boni kann man eintauschen dann gegen Spieler. Ja, genau so ist. Ich habe den mal geholt und dann können wir auch weniger so holen. Ja, wenn wir glaube ich dann den Auber noch holen und dann verscherbeln, weil brauchen tue ich ihn nicht wirklich. Da gibt es jeden Tag da Spielen und dann bei täglichen Training. Das wechselt sich aber nach anderen Rhythmus. Heute waren ja die Spiele gegen Liverpool, gegen Pool, seht ihr, wenn wir gewinnen müssen. Und die FIFA-Points kann man dann hier was freischalten lassen. Man kriegt jeden Tag viele FIFA-Points, also kann man die eintauschen. Ob das dann so sein wird, dann nach der Beta, das haben wir dahingestellt. Wie ihr seht, in 4 Stunden kann man unten was machen. Man könnte auch Skill spielen, dann kriegt man weniger. Das sieht man da jetzt nicht genau. Das ist mittel, das ist leicht. Dann kriegt man auch weniger Skill-Boost dann dafür. Ja. Die Pfeifferl, das ist der einzige Unterschied, dass die Skill-Boost weniger sind. Die Pfeifferl, die kann man hier bei Boni eintauschen. Wie ihr seht, darf ich natürlich nur gegen Skill-Boost sein, was sonst. Aber ich brauche jetzt 25 ab 16, das heißt, ich muss noch ein, zwei Tage spielen. Genau. Was ist noch zu sagen? Ja, leider ein bisschen lang, aber das kann ich von Chinesen, warum auch immer. Das ist der VHS-Angriff, ja, schaut ein bisschen anders aus, aber im Prinzip kennt man kennt es. Spielen, das dauert um einiges länger und es ist schwieriger zu schießen. Also wer gern wischt, kann es vergessen. Wischen, da führst jemand über die Latte drüber. Vielleicht von 20, 30 Meter geht es, aber sonst müsst ihr mit Knöpfen spielen, das hilft nichts. Ja, man sieht den Auf- und Abstieg und ja, Tendenzen. Kann ich sein Stadion einstellen, sein Heimstadion? Ja, ich habe mal irgendwas eingestellt, ein anderes nehmen. Genau. Auswärtsstadion, Heimstadion. Gut, und 1:1, selbes System. Auf und ab, wenn du aufsteigst, andere Liga, gibt andere Boni. Ja. Da sieht man die Boni. Ich bin gerade in Pro 3. Könnte mich da noch auf kämpfen, aber ja. Ich meine, da wäre schon super, aber so schafft man es nicht. Champion 5. Gut. Ja, und dann gegen Freunde spielen. Was haben wir noch zu zeigen? Wir haben die Ligen. Die Quest haben wir schon gesehen. Es hat einen Star-Pass gegeben, weil Star-Pass ist schon voll. Da haben wir immer eintauschen können und auch Spieler ziehen können. Beziehungsweise die ganzen Icons haben wir entweder ziehen können oder im Shop haben wir die zur Verfügung gestellt gekriegt. Wie ihr seht, man kann täglich, also alle 12 Stunden kann man 1000 FIFA-Points holen, beim Login 3000. Also das heißt, das ist ganz nice momentan. Ob das so bleiben wird, sei mir dahingestellt. Glaube ich eher nicht bei EA. Ja, man kriegt auch alle 12 Stunden, dann kann man gegen Kohle die FIFA-Points dabei eintauschen. Man hat genug Kohle jetzt. Wir gehen dann gleich auf den Shop. Die Preise sind unermesslicher gestiegen, also das ist eine andere Geschichte. Ja, was kann man sonst noch machen? Den Spieler, ja. Jetzt aber nicht jetzt direkt, sollten schon bessere sein. Also das kennt man ja schon, die Pfeifferl, die können wir jetzt da auch hier eintauschen. Aber wie gesagt, haben wir noch zu wenig. Gut, eine Quest haben wir ja gerade abgeschlossen, da können wir jetzt dann die holen, oben genau, abrufen. Was gibt es da für Belohnungen? Wie ihr seht, Tagespunkte, ein paar Münzen und Tapas kriegen. Wobei das Tapas ja jetzt beendet worden ist, also das heißt, das bringt jetzt nichts mehr. Aber vorher am Tag öfters, auch wenn fertig war, mit Tapas immer wieder gegen Spieler eintauschen können. War ganz nice. Kann auch jetzt auch keinen, wenn man dann ab 85 plus hat man so ein, ja, wie sagt man, der Vogue gesehen, also der Fame, ein famoser Spieler, ein bekannter Spieler, praktisch gezogen worden ist, und dann hat man so ein Stadiongang gegangen und dann hat man die Explosion und Feuerwerk am Tisch Spielfeld gesehen, also eh ganz nice, nur beim dritten, vierten Mal ist schon wieder lahm, weil immer dasselbe ist. Gut, was haben wir noch? Liga können wir noch zeigen. Wir haben natürlich Elite Austria gegründet, aber die spielen alle viel zu wenig, das heißt, so gesehen haben wir da jetzt nur ein kleines Turnier gestartet mit nur 8 Leuten dieses Mal, weil einfach was niemand gespielt hat, also Held nicht gespielt hat, und so schauen wir mal, ob wir diesmal eine Chance haben, 8 gegen 8. Ja, natürlich haben wir Rang 40 bekommen, juhu, natürlich schaut es wieder gut aus. Auf jeden Fall ist so, dass VHS viel länger dauert hier im Turnier,
als bei normalen VS, was es ist. Das heißt, 30 Tore ist es nicht unnormal. Eher sollte man eigentlich immer erreichen fast. Also 25 sicher. Gut, was haben wir noch? Ja, und ich kann auch dann für Turnierkamin tauschen. Dann, genau. Es gibt auch keine Perks mehr oder so, das habe ich nicht gefunden. Bestenlist, wurscht. Gut, das war eigentlich alles. Marc, schaue ich noch kurz hin. Marc, müsste ich fast gesondert mal eingehen und euch erklären. Auf jeden Fall schaut so aus, dass wieder was empfohlen, ja, scheißegal. Meine Spieler, wenn ich da wen verkaufen will, man sieht hier, die haben alle einen Wert. Einen unwahrscheinlichen Wert eigentlich. Ich habe mir Mbappé für 3 Mille gekauft, der ist jetzt 35 wert. Das ist alle voll gestiegen. Gut, also meine Spieler, die unverkäuflich sind die Icons. Ja, könnte dann natürlich, wenn ich jetzt den verkaufen will, sage ich mal. Da steht hier Ocampos, könnt ihr verkaufen. Verkaufen. Muss ich ihn freischalten, okay? Dann gehe ich auf Verkaufen und dann steht hier, kann ich mir nicht aussuchen, wie viel ich ihn verkaufe. Kann ich sagen, 4 Millionen, das geht nicht. Sondern ich habe einen niedrigsten und höchsten Preis, zwischen dem muss ich wählen. Zwischen 3,85 und 4,26. Oben sehe ich aber, wo Leute schon angefragt haben und den kaufen würden. Das heißt, 49 Leute würden 406 geben. Gut, dann kann ich dazu sagen, ich will mehr. Gut. Aber ich kann sagen, passt, ich verkaufe, also Blödsinn, für 410 gibt es Verkaufsmenge, verkaufen. Ja, das heißt, für 410 könnte ich eben verkaufen. Das Problem ist, ihr werdet ja gleich sehen, ich habe keine Garantie drauf. Und wie das genau berechnet wird, weiß kein Mensch. Das heißt, das sind meine Aufträge, die werden jetzt alle verkauft. Ja, cool, manche sind ja schon seit einer Woche drinnen. Und wie ihr seht, ich wollte mir 2 kaufen, 70er, ne, ganz vergessen. Irgendwie kriege ich die nicht. Und dann sind wir mit der Preis wieder gestiegen, ja genau. Ich muss schon 53 jetzt zahlen. Kaufen, ja. Und dann muss ich wieder ändern, lege ich was drauf, aber ich habe keine Garantie, dass ich bekomme. Also wie das genau macht, keine Ahnung. Auch wenn ich jetzt 53,5 gegeben habe, meistens von alle. An einer ist, würde für den Preis verkaufen, ein anderer User. Ist es keine Garantie, dass ich den kaufen und bekomme. Schauen wir mal, was ist da? 48 gibt 22 Leute, die verkaufen. Ja, ich könnte es kaufen sagen. Und trotzdem habe ich keine Garantie, dass ich bekomme. Also das ist schon frech. Was gibt es da für Tricks für den Markt? Naja, man könnte sagen, ja, man kauft und wartet dann, bis die Preise steigen und dann versucht man zu verkaufen. Man braucht auch immer einen Käufer und das ist natürlich das Komplizierte dran. Wie das genau geregelt mit dem Käufer, keine Ahnung. Weil es gibt Käufer, ich bin Verkäufer und trotzdem geht es nicht immer raus. Aber wenn was ist, dann sieht man es immer unten und nur 25 könnt ihr gleichzeitig verkaufen. Das ist natürlich, oder kaufen. Das ist natürlich schon sehr mager. Also, ihr habt 25 Transfer-Einnahmen oder Verkäufe beschränkt. Ja, ob das top ist, weiß ich nicht. Na gut, das war's eigentlich. Und dann wünsche ich euch viel Spaß. Fragen bitte unter das Video oder an uns über Twitter oder über Instagram oder wo auch immer stellen. Und wenn wir es versuchen zu beantworten, sonst auf YouTube, könnt ihr euch auch immer wieder Fragen stellen. Genau. Dann wünsche ich noch viel Spaß und hoffentlich habe ich ein bisschen was euch zeigen können. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ja, du hast schon ein super Video gemacht über den Marktcrash gestern, also anschauen, Pflicht.